Hallo Freunde, willkommen zurück und ja, letztes Mal haben wir leider gegen Sam Sinister verloren. Ja, das stimmt. Und ich habe mich ja, weil die Schmach so groß war, habe ich mich ja schon schneller rausgewählt gehabt. Aus schon irgendeinem so Mitte Grund. Der zweiten Runde war er weg. Ja, irgendwie war plötzlich bei mir das Hat sein eigenes Gespräch. Auto gebaut und ist damit abgehauen. Ja, und ich war schneller als Sam Sinister, wollte ich nur so anmerken. Genau. ja, dann wollen wir einfach nochmal fahren jetzt und hoffen, dass wir ihn diesmal kriegen und keine blöden Fehler machen. Ja, das stimmt. Das wäre. Na gut, aber wirklich Fehler hast du ja eigentlich nicht gemacht. Er war so, einfach das schnell. Kann man vorspulen. Und dann noch mit seinem dummen Witz am Ende, dass wir trotzdem irgendwas bekommen von ihm, was nicht stimmte, hat er sich noch super kaputt gelacht. So, eigentlich müsste man am Anfang den immer so abbrengen, was nicht immer funktioniert. Weil dadurch hat Ja, man dann irgendwie am. Du musst halt an strategischen Punkten das irgendwie schaffen halt. Ne? Entweder so irgendwie da an der Brücke oder am oder im Vulkan oder so, Vulkan. aber. Oder du kriegst halt echt am Anfang schon frühzeitig ein paar Raketen. Das Haus ist erstmal kaputt, ne? Ja, genau. Dieses Ding hier ist im Vulkan eigentlich auch echt nützlich. Hilft das im Vulkan echt so viel? Ja, denn, na jetzt nicht, jetzt ist er zu nah an mir gewesen, zu nah vor mir. Ich hätte aber, wenn er unter mir gewesen wäre, hätte ich immer noch getroffen, also wenn er eine Ebene unter mir gewesen wäre. Ach so, okay. Das Hat heißt, dann nicht ganz hättest so du ihn quasi funktioniert, schon ein weil er zu bisschen schnell war. zerlegt. Also nicht schnell genug war, so. Jetzt ist aber natürlich wieder zu schnell, dass man ihn schon nicht mehr sieht. Ja, er ist schon wieder Boah, den draußen. Schuss. Ah, der hat echt ganz schön Tempo, das ist echt Wahnsinn. Ah, jetzt hast du Dann kriegt man aber auch wieder so nur eine Scheiße. Gewitterwolke. Oh, jetzt ist er plötzlich so nah. Wie kommt Ja, das ich habe denn? die Kurve so eng gefahren, deswegen. Ah. Aber du hast ihn wieder nicht getroffen gerade mit der Wolke, ne? Nee. Schade. Ich kann die Kurven ja jetzt dank meinem Haftungsupdate so gut fahren. Ja, das stimmt. Da kannst du dir natürlich ein bisschen aufholen. Das ist aber, das hat's der vorher nicht so, ne? Er hat ja trotzdem, im Vulkan ist er irgendwie trotzdem schneller als du. Weiß der Geier warum. Da kriegt man nur die Wolke, die eigentlich hier gar nichts bringt eigentlich. Irgendwie schon, die bringt eigentlich gar nichts. Bin ich wieder wunderschön. Oh, komm, geflogen. Du schaffst es. Ich muss ihn nur mehr hier mit treffen, das ist verdammt schwer. Ja, die Vor Kurve allem, ist wenn man hier ihn nicht recht mehr sieht. kurvig. Ja, er Auf ist, aber was? gleich Ah, kommt das er ist ein immer blöd, wenn man dann gerades. abhebt. Und Gleich dann. kommt er ein gerades Stück, da kannst du ihn möglicherweise dann treffen. Aber, naja, er ist schon so weit voraus, das ist echt Wahnsinn. Ja, der ist irgendwie ein bisschen viel zu schnell. Ja. Ah, Ziel, ein Erster. So, komm. Das trifft euch jetzt schön. Die Frage Ja, ist natürlich, ich wie viel glaube, er hat Zeit deshalb kostet ihn das? getroffen. Ja. Aber er fährt auch schon wieder. Ja, aber er ist halt jetzt verwundet. Wenn du Ja, er das ist noch verwundet. einmal kriegst, dann reicht das ja, ne? Glaube ich, wenn du ihn noch einmal damit triffst. Ja, ich weiß, ich glaube, er hatte wenig Teile und deswegen geht das bei ihm. Oh, das hier ist natürlich noch schöner. Aber, nein, er Ja. fährt noch. Aber hier oben ist das Reparaturteil. Ja, da hinten ist das Reparaturteil. Ah, bin ich gerade weggerutscht. Das ist natürlich äußerst doof Und dann habe dann. ich das Ja. Item gerade nicht bekommen. Aber du bist näher dran, auf jeden Fall jetzt wieder. Ja, jetzt ist er weg. Schon wieder. Schade. Der ist auch echt fies da und vor allem hier mit diesen ganzen Reparaturteilen ist es, macht es natürlich nicht einfacher. Boah, komm. Das Ding ist gerade nach unten abgehauen. Ja, erstmal zweimal gegen die Bande und dann rechts runter. Ist ja lustig. Na, mal sehen, ob du das Ja, ich noch weiß nicht, schaffst. ob ich das Also noch ist das schaffe. ja. So weit vorne. Ja. Wahrscheinlich wirklich nur dieser Steinsturm nochmal. Wenn ich den nochmal kriegen könnte, was ich natürlich nicht Ja, aber er tue. ist ja sowieso jetzt wieder voll repariert, ne? Das heißt, Nee, das repariert man gar nicht voll. Wenn man viele Teile verloren hat, dann repariert das nicht voll.
Ach so, ah, okay, das heißt nur teilweise. Ja, ja gut, aber dadurch, dass hier ja drei Tore gibt. Ja, stimmt. Und dann kommen diese blöden Sprünge immer, wenn man einfach abhebt, dann bringt die beste Haftung nichts. Nee, das stimmt. In der Luft bringt das recht wenig dann. Ja, wahrscheinlich müssen wir nochmal starten. Dann haben wir übrigens jetzt die erste Runde 10 Sekunden besser gefahren als beim ersten Mal. Oh, das ist ja nicht schlecht. Ja. Schade, dass man ein Item hier nicht wegwerfen erzählt. Kann. Jetzt hätte ich diesen Tornado gerade weggeworfen und mir was Neues geholt. Denn der bringt mir nichts, wenn er vor mir ist. Da fliege ich natürlich wieder wunderschön über das Item drüber. Ja, das ist irgendwie hier fies, die Stelle, ne? Aber du kannst den Tornado auch einfach locker einsetzen und dann... Ja, das ist nur, so. Das Ding, ich kann so lange kein neues Item sammeln, während da unten noch dieser rote Ring ist. Und dann bleibt beim Tornado am längsten. Ach so, ah, okay. Das ist natürlich dann doof. Ja. Mach die Jungs der Länge. Nein, das Spiel und der Spiel dauert nicht kürzer. Beim kürzesten ist der, glaube ich, bei der Scheibe, dann direkt danach bei der Rakete. Aber das ist jetzt so nah am Ziel, selbst wenn wir den jetzt noch umhauen würden, keine Chance mehr. Nee, das würde nichts mehr bringen, wahrscheinlich. Ja, naja, da müssen wir halt ein paar Runden fahren, bis wir die dann kriegen. Oder du musst ein paar Runden fahren. Wir gucken uns das an. Wir zwei müssen machen. Ja. Ja doch, wir müssen dich mental natürlich unterstützen, ne? Dass du da irgendwie gut durchkommst. Und nicht an den Items vorbeifährst. Ja, na gut, aber die Zeiten waren ja nicht so schlecht eigentlich, es ging. So. Ja, leider wieder verloren, da war rechts wieder sein. Sag gar nicht so schnell. Das war ganz schlecht, du hast mich ordentlich angestrengt. Ja, Mann, den gebe ich dir trotzdem etwas. Ja, war nur ein Witz. Nee. Ich bin's wohl. Du kriegst keinen Preis. Ich hab gewonnen. Der Titel gehört mir ganz allein. Huha. Normal fahren. Ja, echt. Ah. Wir verballern den ganzen Sprit, den wir jetzt eingesammelt haben. Den haben wir doch gar nicht mehr. Ja, wir haben den ja, wir haben doch einen Pott haben wir doch als Souvenir. Ja, den haben wir noch mitgenommen. Oh. Oh, jetzt hat er sich sogar gleich am Start ab wieder gekrallt. Du könntest eigentlich einfach so locker mit deinem Auto über Seins rüberfahren. Den platt machen, meinst du? Ja, genau. Also eigentlich wäre das so rein vom Größenverhältnis locker möglich. Aber da macht das Spiel wohl nicht ganz mit. Ah, da ist wieder die Gewitterwolke. Die hättest du doch bis zum Tunnel vielleicht noch aufsparen können. Weiß nicht. Weil ich meine, da kam ja jetzt vom Tunnel kommt ja eh kein neues Item, insofern wäre es vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Dass ich wegen der Wolke immer durchfahren muss, weil die Wolke zu lang braucht. Ja, das stimmt natürlich. Also, soweit ich weiß, sammelt der gar keine Items ein, der können. Nee, irgendwie setzt der auch nie was ein, ne? Aber es ist so generell so, ich hab irgendwie... Yay, in der Kurve. Ist generell so, dass irgendwie kaum jemand Items einsetzt, habe ich so das Gefühl. Ja, das kommt später noch. Ich bin noch immer vor ihm, was mich gerade echt begeistert. Ja. Ich glaube, du hast ihn mit der Rakete auch getroffen gehabt, ich weiß nicht. Nee, hast du nicht? Ah, okay, das kam bei mir wieder nicht so rüber. Ich sehe ja immer nur so versetzt so ein bisschen die Bilder. Aber jetzt vielleicht, auf der Brücke ist das ja sowieso nicht so schwer. Aha, da purzelt auch alles. Das ist natürlich ganz cool. Jetzt wird dir sogar ja dieser, oh, schon wieder eine Rakete, ist natürlich herrlich. Oh, ja. Ah, er ist ein Männchen. Und er ist vor allem gerade am Reparaturtor ja vorbeigelaufen. Das heißt, jetzt kannst du echt schön aufholen. Oder für schönen Vorsprung ausholen. Wunderschön. Vor allem bis zum nächsten Reparatur teile ich erstmal richtig weit hin. Ja. Aber der ist selbst zu Fuß nicht so wahnsinnig das langsam, stimmt, muss man so sagen. Weil der Motor, der ist das gut ausgebildet. Nutzt irgendwie auch auf ihn aus, wenn er gar kein Auto hat. Ja. Kannst du die Rakete eigentlich theoretisch auch nach hinten feuern? Nee, die peilt sich immer an den Spieler an und schießt dann auf ihn.
Oh, der ist noch gar nicht bei Reparaturteil, der mega gut ist. Oh Gott, nein, nicht so weit. Das war mega blöd gerade. Kurve kriegt. Aber jetzt hast du echt schon ganz gut Vorsprung, das ist natürlich schon mal ganz nett. Und da oben auf dem Berg kommt da dann erst das Reparaturteil. Nein, der ist gerade durch. Da unten bei hinter Wasserfall ist noch eins. Ach, da hinterm Wasserfall war eins. Ah, okay, Mist, das hatte ich übersehen. Jetzt holt er wieder auf, aber so weit Vorsprung hat mir, glaube ich, eben. Hatte er zu mir auch. Und jetzt zielt das Ding hier auf den zweiten. Steht da immer drüber, auf den es angepeilt ist. Und die du vorher losgeschickt hast, die fliegt doch wahrscheinlich bestimmt auch noch ihre Runde, oder? Die trifft ihn doch schon auch noch. Wahrscheinlich trifft die irgendwann einen Dino. Und hier tritt jemand neben mir gegen den Tisch, ich weiß nicht warum. Ah, sowas. So, Keten, die reite ich nicht gut, mehr sehr also gerne, weil wir da diese eine Situation hatten. Als Hauptsache, du kommst da gut durch. Das wäre natürlich schon ganz Highlight. Ja, auf jeden Fall. Es kommt jetzt, glaube ich, noch. Er ist jetzt im Vulkan. Das ist schön zu hören. Ja. So, und das nächste ist schon wieder draußen. Das heißt, du hast ganz gut noch Vorsprung. Ja, da kommen jetzt gleich die Kurven, bei denen ich immer gut Vorsprung ausbauen kann. Weil ich, weil ich diese anfangen kann, mit meinem Hoffnungsupgrade, er aber nicht. Allerdings kommt auch gleich wieder dieser kleine Hügel da, sage ich mal. Ja, genau. Diese kleine Bodenwelle. Die Kurve finde ich so schön eng von hier. So riesig fährt eigentlich. Weil es bei ihm nicht anders geht. Und hier fahre ich die Kurve etwas weiter, wegen halt zum Hügel. Ja, das ist dann doch ein bisschen sicherer. Das Haftungsabgleich ja, macht sehr gut durchgekommen, extrem bemerkbar. Ah, und er hat noch sehr viel Rückstand. Also ich glaube, dass ohne groben Fahrfehler solltest du das jetzt locker nach Hause bringen eigentlich. Weil so wahnsinnig weit ist es ja auch nicht mehr. Das ist schon noch die halbe Strecke. Nee, das ist eine halbe, die halbe ist es nicht mehr, glaube ich. Weil jetzt kommt ja hier dieses Aufbautor. Und das heißt, wahrscheinlich hast du jetzt so zwei Drittel geschafft etwa von der Strecke. Ja doch, wir haben schon ordentlich Vorsprung, das stimmt. Ja. Da schaffst du. Ah, das schaffst du. Da vorne ist das Ziel gleich. Hinter den Häusern. Noch nicht, erstmal muss ich noch hier durch den Wasserfall kommen. Oder? Ach ja, da der kleine Tunnel kommt noch, ja, stimmt. Kannst du immer auf der Karte gucken. Das Grüne stimmt. Ist das Ziel. Ja, da bist du doch noch ein bisschen weg. Ah. Obwohl der Vulkan macht viel aus, das sieht auf der Strecke sehr kurz aus. Aber der ist halt schon recht groß. Ja. Ja, aber doch, ich sollte es geschafft haben. Er holt mich nicht mehr ein. Nee, du bist auch im Moment, glaube ich, echt, also etwa genauso schnell, weil er hat kaum irgendwie aufgeholt auf dich. Na, doch, ich glaube, das ist ein bisschen aufgeholt, aber nicht genug, um das jetzt... Boah, da hat das Spiel kurz geleckt, ja, so scheiße gewesen. Ich hab's geschafft. Aber du hast es geschafft. Wunderbar, und obwohl deine Rundenseiten jetzt nicht der Hammer waren, so... Obwohl, na gut, erste Rundenzeit unter drei Minuten, ne? Die ja, Rundenzeiten sind ganz okay eigentlich, aber dass wir ihn halt zu einem Männchen gemacht haben, hat uns einen Vorteil gebracht. Er hat auch jetzt nicht besonders viele Teile. Jetzt ist er auch gut. Ja, nimm mein Turbomotor. Ich brauche ihn nicht mehr. Yeah. Oh, klasse gefahren, Gamer. Ja, das ist auch gut. Dass er einen neuen Motor verdient. Du kannst ihn sicher brauchen. Er macht dein Auto viel schneller. Aber davor, nimm dir in Sandy Bay etwas Zeit, um ihn auszuprobieren. Ja, das Gebiet ist abgeschlossen und es geht schon zurück nach Sandy Bay. Yeah, da haben wir ja Mega-Motor jetzt wahrscheinlich dann, ne? Jetzt ist da oben das Feld gelb. Gute Arbeit. Boah, krass. Du hast diese Welt geschafft. Jetzt solltest du nach Sandy Bay zurückkehren. Von dort aus kannst du in die anderen Lego-Welten reisen. Yay!
Supi! Und alles geschafft, ihr alle goldene Steine mitgenommen, Motor, alle Pfeiler umgesammelt. Wirklich so hart viel macht. Aber bevor wir da reinfahren, ja, ist die Folge leider zu Ende. Oh. Heimat ist so nah. Ja, müssen wir enden, ne? Mhm. Aber das war's dann auch wieder. Nur heute. Ich hoffe. Mhm. Aber sehr erfolgreiche Folge, ne? Boah, das ist ein Sinister. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen. Nee, übermorgen ist Lego Races wieder dran. Übermorgen. Ja, alle zwei Tage, ne? Ja, ja, genau. Ja, ich bin dann auch wieder wohl mit von der Partie, ne? Macht's gut. Und sonst muss man sagt dann nicht. Komm, Tobi. Ja, Tobi. Ja, also, wir bis übermorgen, Jan. Tschüssi. Ciao. Wir winken von Tobi.